Und damit, okay, Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Luigi's Mansion 3. Ich hoffe, ihr wisst alle Bescheid, wo wir uns befinden. Wir befinden uns tatsächlich in der letzten Etage. Und mal schauen, was uns die heute so bringt. Mein Personal hat jämmerlich versagt. Wie konnte es dich so weit kommen lassen? Ich habe dich und diesen Professor unterschätzt. Wenn auch nur ein bisschen. Glückwunsch. Du hast es bis hierher geschafft. Aber gewonnen hast du noch lange nicht. Genauer gesagt freue ich mich, dass du hier bist, Luigi. Oh ja, das wird richtig gut. Ich mache dich zu meinem ultimativen Geschenk. König Buhu wird's über die Maßen erfreut sein, wenn ich dich fange und ihm ausliefere. Eigentlich ist alles vortrefflich gelaufen. Wenn du dich in Geschenkpapier gewickelt hättest, wäre es sogar perfekt gewesen. Vielleicht hängt König Buu das Gemälde von dir ja direkt neben diesem hier auf. Ich werde es ihm jedenfalls nahelegen. Luigi, wenn du Mario retten willst, wirst du mich finden müssen. Aber halt auf dem Weg nicht vor Angst in Ohnmacht. Ich freue mich schon auf dich. ja. Mario. Es geht nicht ganz so schön los, aber mal schauen. Luigi, hast du das gesehen? Das war dein Bruder. Da kann der Auftritt der Hotelinhaberin nicht mehr lange auf sich warten lassen. Da sehe ich ein großes Duell auf dich zukommen. Finde die Hotelinhaberin und rette Mario. Das ist tatsächlich mein Ziel, ob ihr es glaubt oder nicht. Aber Guys, wir müssen ganz kurz Dinge festlegen, damit ihr Bescheid wisst, wie das große Finale ablaufen wird. Wir werden heute natürlich die Hotelinhaberin stellen. Im nächsten Part alle Buhus nachholen, die uns fehlen. Und dann im dritten und finalen letzten Part König Buhu mit König Buhu den Final Boss Fight ausüben. Wobei ich eigentlich gar keine Lust habe, König Buhu zu sehen, weil das Editing mit meiner Stimme immer geisteskrank schwer ist. Ich sehe da hinten ein Juwel. Moin, was geht? Aber ich weiß, ich kann mich noch an ein paar Juwelen erinnern. Nicht an alle, aber ein paar. An ein paar. Muss ich hier erst pumpen oder kann ich hier straight up rein? Ich kann hier straight up rein, sehr schön. Genau, nur damit ihr Bescheid wisst, es sind jetzt mit diesem Video noch exakt 3 Videos bis zum großen Finale. Guys, seid auf jeden Fall hyped und abonniert den Channel, um diese 3 spannenden Videos nicht zu verpassen. Okay. That was weird. But okay. So. Ich würde sagen, da ich mich ja in der letzten Etage obviously gut auskenne, weil es die letzte ist, würde ich sagen, reden wir gar nicht groß drum herum und machen hier so ein bisschen das Straightforward-Gedöns. Denn, ja, es kommt nicht viel auf uns zu, erstmal, aber ich glaube, wir kommen heute auf die 30 Minuten. Vielleicht sogar länger. Vielleicht sogar länger. Guys, vielleicht ist es heute eine XXL-Folge. Da würde es mich natürlich freuen, wenn ihr die bis zum Ende anschaut für die Watchtime. Das wäre zu lieb von euch. Gibt's eigentlich sonst noch was zu sagen? Nö, eigentlich nicht. Ich bin mega gehypt. Ich bin wirklich mega gehypt, weil ich das Spiel jetzt schon tatsächlich länger nicht mehr durchgespielt habe. Und ich mich schon freue auf den Endboss, weil der Endboss ist halt so cool. Der ist so cool. Wirklich, Guys, ihr dürft das nicht verpassen. Ich würde sagen, wir hören jetzt aber auf, blöd hier rumzureden. Wir machen jetzt hier mal ein bisschen hier Fortschritt hier. Und runter da. Oh, eine Tür. Ich als der Schlaue, ja, sehe in den Spiegeln eine Spiegelung, die uns sagt, wartet, dass sich hier etwas befindet. Nein, sagt sie uns gar nicht? Lol. Ich dachte, das wäre so. Egal, ich kann mich auf jeden Fall hieran erinnern. War hier ein Juwel drinne? Daran kann ich mich zum Beispiel nicht mehr erinnern. Nein, nur Geld. Okay.
Aber ich kann mich an sehr, sehr viele Secrets hier noch erinnern, weil es ist eine echt coole Etage. Ich würde sagen, wir steppen mal hier durch und schauen, was uns hier erwartet. Ja, okay, ich dachte irgendwie, wir werden mit einer Cutscene oder so begrüßt. Oh, schaut mal, König Buhu starrt uns hinterher. Ein dreidimensionales Bild. Gefällt mir, gefällt mir. Hieran können wir so ein bisschen drehen und dann bauen wir hier so ein König Buhu zusammen. Ja, und ein Luigi. Das gibt mir Resident Evil 7 Biohazard Vibes. Da gab es das nämlich auch, oder? Wenn ich mich richtig erinnere. Ja, das ist die falsche Richtung. Da gab es doch auch mit der Spinne, mit der... Gab es das doch auch, ja. Da musste man so eine Spinne richtig hindrehen, damit die eine Tür öffnet. Ja. Keine Ahnung, ich bin jetzt nicht so der Typ, den man für Resident Evil kennt. Deswegen keine Ahnung, ob ihr da auch so ein bisschen in der Bubble drin seid. Aber Resident Evil ist so eine coole Spielereihe, wirklich. Ist zu mild. Uiuiui, dich habe ich gesehen. Herr Kollege, du hast aufgeblinkt. That was your faith. Komm, komm, komm. Bam. Gar nichts hast du hier zu überleben. Ich sag, wir steppen direkt durch die Tür und schauen, was uns dahinter erwartet. Hello. Ein kleiner Raum. Und ist das da hinten ein Schlüssel? In Gelb, Gold, wie auch immer? Mit einem König Buhu Edelstein auf dem Kopf, den man im ersten Teil verkaufen konnte, aber durch Bugs hat man den verloren, habe ich von einem Kollegen erfahren. Ich habe den ersten Teil tatsächlich gesehen, aber nie gespielt. Den zweiten Teil dafür umso mehr. Der zweite Teil ist mein All-Time-Favorite. Ich weiß nicht wieso. Hater haben das weggehatet, den zweiten Teil. Ich fand, der zweite Teil war wirklich so ein schöner Teil. Keine Ahnung, schreibt mal gerne in die Kommentare, wie ihr das seht. Luigi's Mansion 2 gut oder nicht so? Wie seht ihr das? Boah, und hier durchzukommen ist auch nicht so schön. Oh my gosh. So, mach hier erstmal Strom aus. Das bedeutet doch auch, dass die Laser hier keine Chance mehr haben. Die Luigi's Mansion 2 war vor allen Dingen für die Juwelensuche bekannt, weil da gab es nicht 5 pro Stage, sondern halt 10 oder 20 oder wie viele auch immer. Aber das hier ist schon sass hier. Das leuchtet ja sogar. Und da war es halt auch cool so, also falls ihr Luigi's Mansion 2 nicht kennt und ihr schaut euch gerade den dritten Teil an. Was ist los mit euch? Guckt euch das Let's Play zum zweiten an. Ich weiß, ich habe noch keins gemacht. Ich bin tatsächlich immer noch auf der Suche nach einem Emulator, wo das gescheit läuft. Aber ich bin gewillt, es zu tun. Der Raum ist ja mehr als... Da oben ist ein Buch. Das müssen wir irgendwo einsetzen. Kuchen. Der Geist ist den Kuchen. Und dann haben wir einen Goldgeist. Okay. Leute, falls ihr Geister zu Hause habt, esst sie mit Kuchen und bewerft sie mit Staubsaugern, dann seid ihr danach reich. Expertentipp. Komm in die Gruppe. Wir haben goldene Geister. Bleiben sie stehen. Geben sie mir Geld. Ist das eigentlich, rauben wir eigentlich gerade einen unschuldigen Geist aus, der uns einfach nur gejumpscared? Ich finde, ein Jumpscare ist ein Grund genug, jemanden festzunehmen. Ich finde, Leute sollten festgenommen werden, wenn sie dir Jumpscares ins Gesicht drücken. Das, finde ich, ist gerechtfertigt. So, das Buch müssen wir doch safe hier irgendwo einsetzen. Hier drüben. Bitte. Ich weiß es doch nicht mehr, wie das ging. Oder oben. Vielleicht auch oben, das kann sein. Wir nehmen es mal mit nach oben, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß aber, dass es dieses Buch gab. Kann auch sein, dass ich mich an den zweiten Teil erinnert habe, weil da gibt es nämlich auch ein Rätsel mit Büchern. So viel ich weiß. Aber wir setzen das hier rein und ein weiteres Juwel springt in unser Gesicht. Ich stelle mir das manchmal ganz schön schmerzhaft vor. Stellt euch vor, ein Edelstein so groß wie euer Kopf fällt euch in euer Gesicht. Schön kann man teuer verkaufen, ja. Aber ihr habt danach erstmal, euer Gesicht ist danach einfach komplett tot. Imagine. Also, weiß ich nicht. Vielleicht nicht die schlauste Idee, sich mit Kristallen bewerfen zu lassen oder Juwelen. Wie auch immer, ich sehe da keinen Unterschied. Diamanten, Smaragde, Juwelen sind alles für mich so... Ja, Dinge, die halt teuer sind. Wo bist du?
Warum bist du da hinten? Oh mein Gott. Warum in Zeitlupe? Hä? Aber funny, I guess? Ich muss hier schnell sein, bevor er anfängt zu werfen. So, so, so. Okay. Gegenhalten, gegenhalten und zack. Und zack. Ich sehe da nochmal einen roten. Den sieht man hinten im Spiegel. Ach, das ist der gleiche. Wusste ich natürlich. Wada, wham. Ui, das war... Oh, hallo, 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 hallo. Halt, stopp. Dich möchte ich einsaugen und zum Frühstück essen. Du siehst aus wie mein Honig auf meinem Brötchen. Ja. Ich sollte zu einem Psychologen gehen. Ganz dringend, aber. So. Ich würde sagen, wir steppen in den nächsten Raum. Ich mag diese Überwachungskameras nicht. Oh, schaut mal. Hier König Buhu als Pharao. Ich weiß nicht, warum man sowas aufhängen sollte. Aber ich würde es auch aufhängen. Das als Display. Ey, das wäre so cool. Ich würde das in mein Zimmer hängen. Safe. Ja. I can remember myself doing this. Warte, warte. Wir machen zuerst mal hier das Feuer aus. Feuer saugen, okay. Denn tatsächlich kann Guigi nicht nur durch Wasser, sondern auch durch Feuer sterben. Ich weiß nicht warum, aber Guigi kann einfach gar nichts. Das ist nur für Geld. Hier haben wir so eine DJ-Platte. Das ist der Tastentorsten. Aus der vierten Etage. Funny Secret. Cool, dass es das hier nochmal gibt. Wusste ich nicht. Aber schön. Was ich aber weiß, ist, dass es das hier gibt. Ja, und dass wir da nicht hinkommen, ist obviously auch klar. Denn wir müssen zuerst mal ein bisschen diesen Strom hier abstellen. Und dafür muss ich auf die andere Seite. Okay, I accept this. Tatsächlich sind Laser. Laser sind immer noch eine Sache in dem Game. Und stopp. Wir legen den Hebel um. Dadurch sind die Laser abgeschalten. Wir haben den Key bekommen. Hier ist eine Perle drunter. Und hier drüben habe ich doch eine wunderbare, leckere Kiste gesehen. Und Kisten isst man ja bekanntlich gerne zum Frühstück. Ich weiß nicht wieso, aber wir brauchen... Guys, das nächste T-Shirt, nächstes Insider-Merch-T-Shirt steht einfach drauf. Ja, also... Münzen esse ich zum Frühstück. Da steht einfach drauf, ich esse alles zum Frühstück. So, und wisst ihr, was das ist? Guys, ich gebe euch 5 Sekunden zu raten. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist tatsächlich die Villa aus dem zweiten Teil. Zu cool. Mit dem Finstermond oben rechts. Ich finde, das ist so cool. Und dieses Secret, was wir jetzt gerade tun, das gibt es auch in Luigi's Mansion 2 tatsächlich. Nur nicht ganz so ausgeklügelt. In Luigi's Mansion 2 ist es nämlich tatsächlich so, da schauen wir durch ein Fenster eines Puppenhauses und sehen uns dann selber. Durch ein Fenster. Durch das Fenster dann des Puppenhauses sehen wir in das Zimmer rein, in dem wir stehen. Das ist mega creepy. Vor allen Dingen die Puppe, die da auch noch in dem Raum steht, die guckt euch die ganze Zeit an und folgt euch mit dem Kopf. Es ist so ein creepy Room. Zu cool, zu cool. So, ich würde sagen, wir holen uns jetzt noch ganz kurz den Key. Und ich drücke hier den Knopf, dann bin ich nämlich wieder da. Moin, moin, meine unaktiven Freunde. So, und wir holen uns das hier. Haben den zweiten Key und steppen direkt weiter. Guys, wenn ich das richtig einschätze, dann ist das heute hier doch ein ganz schön langer Part. Wir haben jetzt die Hälfte der Schlüssel. Und der Bosskampf dauert ja auch noch eine Weile und schon 15 Minuten rum. Guys, ich hoffe, es ist okay, wenn wir halt... Ja, anstatt einer... 30 Minuten, vielleicht 40 Minuten Folge. Ich hoffe, das ist soweit okay für euch. Wenn euch das zu lang ist, Guys, dann sorry. Aber das wird auf jeden Fall eine längere Folge heute hier. Dafür wird die nächste Folge vermutlich kürzer. So, an den Raum kann ich mich gar nicht erinnern.
An den Raum kann ich mich voll und ganz erinnern. Das war ein Schmutzraum. Komm ich hier durch? Ja. Das war ein kompletter Schmutzraum. Sorry an der Stelle, aber der Raum ist Schmutz. Genau deswegen. Ihr müsst so... Ihr seht gleich, was ich meine. Es ist meiner Meinung nach eines der schwächeren Räume, weil es ist halt... Ich bin tot. Wir müssen so hin und her laufen, dann wippt das und fährt nach oben. That's the thing. Wir dürfen dabei aber A nicht in den Lasern stehen. Und B, ich weiß nicht, was B ist, aber wir dürfen es nicht. Mach zuerst den Hebel. Erst den Hebel. Dann holen wir oben das Juwel und dann den Key. Aber das Juwel holen wir ganz smart mit Flutschi. Bin ja nicht dumm, also schon. Wie, das geht nicht. Ich dachte gerade, warum fährt das nicht? By the way. Achso, die Laser sind ja jetzt aus, nicht? Der ist ja dann mega entspannt. Ui. Zack. Wir müssen es vielleicht noch ein bisschen weiter rauszögern. Das ist halt ein langweiliger Raum. Das ist mega eintönig. Weiß ich nicht. Spaß habe ich da jetzt eher weniger. Muss man schon ganz ehrlich sagen. Ach komm. Ja, dann holen wir noch kurz die Key. Ich glaube, ich schneide euch das raus. Okay, wundervoll. Och nee, was denn das schon wieder? Jetzt werden wir hier in eine ganz bestimmte Richtung, Foss hier. Ja, die Bilder sind aber auch anders, sass. Ja, da vorne ist Riesenkönig Buu. Was geht, was geht? Alles, was Beine hat, außer Tisch und Stuhl. Ich bin so kaputt. Ich glaube, die sind sauer auf uns, aber ich weiß nicht warum. Boah, der mit dem Baseballschläger. Aber ich stelle mir das actually ganz entspannt vor. Weil, eben. Weil die ja alle Angst vor uns haben. Und deswegen auch nicht angreifen sollten. Also, weiß ich nicht. Einer sollte hier hinten noch stehen, glaube ich. Boah, wie ich mich an den einen einfach erinnern kann. Let's go. Nein! Er ist der Escapende. So, aber er kommt natürlich auch in unseren Staubsaugerbeutel, der mittlerweile ziemlich voll sein müsste. Aber wir werden ihn ja in der nächsten Folge vermutlich leeren. Aber erstmal kommen wir in den letzten Raum. Sehe ich das richtig? Ich denke schon. Finde ich gut. Ich kann mich erinnern. Das ist ein zu witziger Raum. Ja, ja, ja. Rein da. Das ist doch kein witziger Raum. Geh doch weg. Mr. Laser, wie geht's Ihnen heute so? Frauen, Kindern auch gut? Ja, das freut mich. Lo, was? Natürlich werde ich nach hinten. Hallo. Okay, wir machen hier erstmal das Wasser aus und schicken unseren lieben Herrn Kollegen Flutschi darunter. Luigi, du kannst auch aufhören. Ich sehe ein Juwel. Seht ihr es auch? Der Schatten hier vorne an der Wand sagt mir, dass ich nach hier links hin muss, wo das Licht herkommt. Flutschi, dankeschön. Ganz genau. Wundervoll. Zu gut läuft das heute hier. Alle Juwelen. Let's guys, wir haben das durchgespielt einfach. Haben wir alle Juwelen im gesamten Areal, im Aerial? Do we get everything? Wäre halt zu krass. Wir müssen erstmal wieder ein bisschen hier. Oh, das fühlt sich nicht so angenehm an. Oh. Aber knapp.
Hallo? Dankeschön. Aber wir nehmen euch den Strom weg. Ihr blöden Laser, ihr könnt gar nichts. Geht euch mal Notstromaggregat kaufen. Notstromaggregat, um eine 4090 zu befeuern, würde 160 Euro kosten. Ein Notstromaggregat. Guys, Hashtag, komm, wir bringen die Hashtags wieder zurück. Hashtag Notstromaggregat. By the way, ich hatte ja gesagt, dass wir so verschiedene Tagesthemen oder so haben, aber ich habe einfach keine Themen, über die wir reden können. Außer über PC, weil ich werde mir vermutlich zu Ostern hin, ich weiß nicht, wann diese Folge hier kommt, vermutlich nächste Woche oder so. Heute ist immer noch der 19.3. Aber was wollte ich sagen? Richtig, zu Ostern hin eine 4090 werde ich mir holen, die Supreme X von MSI. Und da wird's geisteskrank abgehen. Warum wusste ich, dass so etwas passiert? Aber ihr seid kleine Geister, ihr könnt ja nichts. Jetzt mal vielleicht Laser sichtbar machen. Jeder von euch ist halt so geschenkt. Oh, der Sprung war... Der war wild. Ja, mit euch Großen kann ich halt euch Kleine auch... Oh mein Gott, war das knapp. Oh mein Gott, die werden fast in mich rein. Ich habe Angst, dass der Laser wiederkommt. So. So. Nein, er kommt. Loslassen. Jumpen. Jetzt kommt da noch so ein großer Haraldsson. Hallo? Ich war am Geister rumschleudern. Du darfst mich gar nicht angreifen. Herr Kollege. Das dürfen Sie nicht. Sie haben mich ins Gesicht gefilmt. Direkt frontal. Das dürfen Sie nicht. Ich glaube, niemand von euch kennt das. Wowie! Hallo? Als ob ich ihn so einsaugen könnte. Nein, natürlich nicht. Aber schon irgendwie traurig, aber es hat tatsächlich geklappt. Oh, oh, lecker, schmecker, tastisch. Wundervoll. Zwei Schlüssel in unsere Tasche. Ich würde sagen, König Buhu, hier hast du deine Schlüssel zurück. Wir wissen alle, worauf das hinausläuft. Und rein da. Hallo? Sieh mal einer an. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass du es schaffst. Aber ich hatte auch schon das Gefühl, dass du ein Angsthase bist. Aber du steckst ja voller Überraschungen. Das ist ja geisteskrank. Was ist denn los mit dir? Und du bist grün, das ist auch schön. Aber du hast mit diesem blöden Staubsauger mein ganzes Hotel kaputt gemacht, aufgesaugt oder meine Geister getötet. Oder sind sie noch in diesem Sack drin? Ist ja auch egal. Mein gesamtes Personal ist weg. Kannst du vielleicht zurückgeben? Wäre echt nett. Gib dir auch so ein bisschen Bitcoin dafür. Oder Wirecard-Aktien. es tut mir leid, Guys. Als wäre das noch nicht genug, hast du mir auch noch meinen geliebten Schatz weggenommen. Mein süßes Polterkätzchen. Das ist alles kein bisschen nach Plan gelaufen. Wow. Same, Luigi, same. Wie konnte es dir nur gelingen, dich König Buhus Plan zu widersetzen? Wenn du brav zugelassen hättest, dass ich dich in ein Gemälde banne, hätte König Buhu mich mit Lob für meine Genialität überschüttet. Aber stattdessen habe ich wegen dir alles verloren. Mach dich auf was gefasst, Luigi. Aber warte, ich muss mich doch kurz schön machen. Für die Kamera. Schon besser.
Sollen wir dann zur Tat schreiten? Ich werde dich wohl selbst erledigen müssen. So werde ich König Buhus Vertrauen in mich sicherlich zurückgewinnen können. Bist du bereit, Luigi? Gib dir ein bisschen Mühe, diesen Kampf vergnüglich für mich zu gestalten. Let's go! Der Kampf ist tatsächlich anders als jeder vorherige. Und das macht ihn so genius. Auch wenn ich ganz ehrlich sagen muss, im Einspielermodus nicht der angenehmste. Uiuiui. Nein. Das ist nicht passiert, oder? Das ist der falsche, egal. Umso mehr wir aufhaben, umso besser. Lila wäre ganz schön. Komme ich zu Lila? Ich glaube so. Nein. Ja. Pömpel das doch. Ja. Orange, finde ich, kann man auch mal machen. What? Oh, nee. Oh, das wird derm knapp. Uiuiui. Aber es geht doch jetzt nur das eine an, richtig. Was? Wieso beide? Komm doch her. Ah, jetzt kommt sie. Okay. Und die ersten 600 Leben. Ich werde da voll reingesaugt. Niemals ist das passiert. Okay, okay, okay. Wir schicken Flutschi nach unten. Wir schicken Flutschi nach unten. Flutschi kümmert sich um Orange. Und um Gelb. Lauf, 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 lauf. Jetzt kann sie gar nicht. Also jetzt können wir gar keinen Damage nehmen. Ich versuche natürlich so viel schon zu machen, wie es geht. Aber bei 600 Leben ist das nicht einfach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Schläge. Strong, sehr, sehr strong auf jeden Fall. Noch 99 Leben. Das ist gut. Ich habe tatsächlich Angst vor dem Kampf, weil der Kampf ist echt schwer. Wobei, ich muss sagen, der Final Boss ist einfacher. Also meiner Meinung nach ist der Final Boss einfacher. Aber das bewerten wir nicht jetzt. Ja, genau. Wir können auch einfach hier drüber springen. Wo denn? Das ist easy, weil das halt nur 360 Grad dreht. Oh mein Gott. Es geht aber in die Richtung, ja. Easy going. Okay. Ich sehe, dass die Farben wieder kommen. Und Wasser kommt jetzt ins Spiel unten. Das Blaue soll uns einen Wasserstrahl anzeigen, der hier tatsächlich lang fließt, um uns das Leben schwer zu machen. Luigi, 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 lauf, 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 lauf. Halt, stopp, 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 stopp. Bisschen zappeln lassen, zappeln lassen. Schön, schön. Okay, können wir nicht, können wir nicht. Ist gescriptet, ist gescriptet. Ich konnte nicht weiter saugen. Okay. Das heißt, das ist jetzt die nächste Phase. Vermutlich dann auch die letzte. Okay, 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 okay. Dann haben wir es aber bis jetzt noch kein Damage genommen. Das ist krass, guys. Also vielleicht schon, aber wir haben wieder Full Heal. Stupid, stupid. So viel zu kein Damage. Ja, ach komm. Ja, jetzt kann man doch auch mal hier ein bisschen, finde ich. Hallo? Was? Wieso komme ich denn hier nicht dran? Stupid. Das ist auch stupid. Mach zu.
Ja, hallo! Was ist das denn? Lauf, lauf, lauf. Nee, orange muss ich machen. Nee. Hallo! Okay. Als nächstes blau hier oben. Okay. Es passiert irgendwas oben. Gar kein Problem. Ich will hier meine Heilung haben. Warum? Warum kriege ich... Weil das schon aktiviert wurde. Aber wann denn? Okay, wir haben Heilung. Es geht in die falsche Richtung. Egal. Wir gehen da lang einfach. Smart. Okay, Luigi wird sterben. Die schlimmere Tatsache ist actually, oh, aber Lila liegt direkt auf dem Weg. Okay. Nein, nein, das wäre so mies. Das wäre so mies. Das wäre so mies. Oh, come on. Oh, come on. Das ist so mies. Bitte, ja, ja. Okay. Mach deine Attack. Natürlich geht jetzt nochmal wieder so ein Gitter an, oder? Das ist nicht wahr. Das ist Betrug. Das ist Betrug. Greif an. Hallo. Finisher. Bitte. Nein. Ey, wenn ich jetzt nochmal hier reinkomme. Das ist nicht euer Ernst. Ey, das ist so. Ey, das ist so unfassbar unfair. Das ist. Bro, was ist das denn? Es lief so gut. Das ist halt Betrug. Das passiert halt auch nur aus diesem einen Grund, damit das Spiel... Ach. Ah, nee, komm. Es ist so dumm. Nein. Warum rede ich überhaupt noch? Es ist so unfair. Es ist so unfair. Ist halt so unfair. Oh mein Gott, das war todesknapp. Es sind einfach alle aus. Nein, Lila geht wieder an und wetten, Lila wird mich wieder reinziehen. Weg damit. Das wird nicht reichen. Als ob! Es ist so freaking dumm. Es ist so freaking dumm. Egal. Natürlich geht Gelb jetzt auch wieder an. Alles komplett egal. Finisher. Komplett weg da.
Das war das schlimmste Erlebnis, das ich je hatte. Kompletter Schmutz, das Ganze. Mario, komm her, hilf mir jetzt mal. Kann nicht sein, dass ich alles alleine machen muss. Ja, wuhu. Oh. Ha. Oh. Oh, yeah. Yeah. Way to go. Mario. Luigi. Hey. Oh. Come on, this way. This way. Huh? Oh, let's go. Huh? Come on. Oh. Ha! Oh yeah! Ha ha! Come on. Mario? Oh. Okay. Guys, was sich hinter dieser Tür befindet, erfahren wir beim nächsten. Wenn euch das Ganze hier und heute gefallen hat, würde es mich mega freuen, wenn ihr ein Like da lassen könntet, damit sich mein psychischer Stand wieder ein bisschen verbessern würde. Und abonniert den Channel, dann verpasst ihr den Final Boss auch nicht. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao, Leute.